Gut, also ihr habt jetzt hier eine wunderbare Session geführt. Was war denn das Thema der heutigen Veranstaltung? Da wir aus dem interkulturellen Bereich kommen, ging es natürlich um Integration von Flüchtlingen und die Betreuung von Ausbildern und Kollegen im interkulturellen Kontext. Welche Erfahrungen habt ihr bisher damit gemacht? Wir haben bis jetzt verschiedene Unternehmen, aber auch Verbände und Institutionen betreut, die und begleitet, die ihre Mitarbeiter, Kollegen, Ansprechpartner für Flüchtlinge interkulturell sensibilisiert haben, um dann auch für die Flüchtlinge eine entsprechende Willkommenskultur schon zu schaffen und haben dann aber auch, wenn sie Flüchtlinge in Praktika aufgenommen haben, die Flüchtlinge nochmal interkulturell sensibilisiert und aufgenommen, sodass von beiden Seiten da auf interkultureller Ebene ein Verständnis geschaffen wurde. Okay, und wie sind die Erfahrungen? Gibt es auch Feedback von den Unternehmen dazu? Ja, die Erfahrungen sind sehr, sehr gut. Also wir haben ein großes Projekt gemacht in Bayern, hauptsächlich auch in Bayern momentan noch, weil unser Unternehmen in Bayern seinen Hauptsitz hat. Und gerade in Passau ja sehr, sehr viel auch von Flüchtlingen, mit Flüchtlingen zu tun hat. Das Feedback war durchweg sehr, sehr gut. Also alle, die mit den Flüchtlingen dann zu tun hatten, haben sich deutlich sicherer gefühlt, auch im Umgang mit denen von den Flüchtlingen kam das Feedback, dass das eine sehr, sehr gute nochmal Abholung war oder eine sehr, sehr gute Integration nochmal auf einer anderen Ebene. Und inwieweit erlernen die Flüchtlinge dann auch die interkulturellen Gegebenheiten oder die Schwerpunkte hier in Deutschland? Also das ist natürlich auf der einen Seite, haben wir so eine Art Flüchtlingsguide entwickelt, wo man einfach mal vorstellt, wie tickt die deutsche Arbeitswelt. Das ist ja für Menschen aus Afghanistan, Syrien eine sehr fremde Welt. Und in der Begleitung von so Projekten bereiten wir das auch spielerisch auf, indem wir irgendwelche Spiele machen, Gruppen einteilen, die unterschiedliche Spielregeln kriegen und dann sozusagen man auch merkt, wo man aneinander gerät, weil man eigentlich das gleiche Spiel spielt, aber nach unterschiedlichen Regeln und eben dadurch auch so ein bisschen interkulturell sensibilisieren. Und wie ist die Erfahrung im heutigen Arbeitskreis hier gewesen? Es ist sehr spannend zu erfahren, dass im Endeffekt alle, egal ob es jetzt von Unternehmensseite ist oder von Arbeitsagenturen, dasselbe umtreibt und keiner so richtig weiß, wie packe ich es an. Und dass man dann aber im Netzwerken auch gute Ideen nochmal entwickelt, die man vorantreibt. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren noch verläuft mit der Integration. Also ich sehe das schon sehr, sehr positiv, aber es muss natürlich auch noch einiges getan werden, ja, auf allen Seiten. Ja, dem schließe ich mich an. Also, schönen Dank. Dankeschön.